Ja? Nein, setz dich richtig hin. Das muss ernst wirken. Als ob du es ernst meinst. Nein, Quatsch, mach keinen Mist. Der Akku ist gleich alle. Setz dich hin. Wer macht Mist? Ich mach keinen Mist, Bruder. Nee, so kannst du nicht sitzen. Wieso kann er nicht so sitzen, Barry? Komm her und guck's dir an, so geht's nicht. Wieso geht das nicht? Du doch nicht. Du machst alles richtig, Quatsch. Nein. Und was siehst du da jetzt? Da ist nichts. Nein, natürlich nicht. Geh zurück und setz dich hin. Du kannst dich nicht selber dadurch angucken, du Spaß. Dachte ich, du hast schon aufgenommen. Nein, also hinsetzen. Faisal, hau ab. Bin ich fertig, kann losgehen. Alles klar. Quatsch, lass dein Gesicht locker. Konzentrier dich auf deine Sätze. Ja. Leg los. Ja, bevor die Batterie alle ist. 1, 2, 3, Action. Ey, ihr ungläubigen Kaffermissgeburten. Ich mach euch zu Bohnenmus. Nein. Hä? Was soll diese Knarre? Voll nachgebaut, Mann. Für wen? Action Man? Eine nachgebaute AK-47. Die ist viel zu klein, Mann. Ist sie nicht zu klein, Bruder? Sind meine Hände. Deine was? Hab ich große was Hände. Was soll das? Bruder. Mit der Knarre geht das nicht. Klappe, Barry. Und du leg das Spielzeug weg und fang nochmal an. Die ist echt zu klein, glaub mir. Komm ich näher dran, dann ist sie größer. Ist sie was? Ist voll vergrößert. Die Polizei ortet eure Telefone, auch wenn die Batterie raus ist. Echt? Echt. Die können euch auch im Untergrund orten, kapiert? Und auch wenn ich gar nicht da bin? Wo sollen da sein? Weiß nicht. Die sehen dich überall, Watsch. Sehen die uns mit Kameras? Aus dem Weltraum, ja. Mein Dad sagt, ich darf mich nicht filmen lassen, das ist Haram. Faisal, bei allem Respekt, dein Dad ist Zeitung, also vergiss es. Nein, nicht mehr, jetzt ist er Motten. Du sagst es, Bruder. Ich zeig euch jetzt, wie ihr verhindert, dass die euch orten, ist ganz einfach. Ihr esst die SIM-Karte. Holt eure SIM-Karten raus. Ihr nehmt die SIM-Karte raus und, ja? Kann ich die kochen, Mann? Nein, die müsst ihr roh essen. Seht zu, wie es geht. Gut gemacht, Jungs. Ah, salam, Jungs. Alaikum salam. Also? Haben SIM-Card gegessen. Eine Maßnahme gegen Ortung. Aber die funktionieren in deinem Bauch immer noch. Was? Sie können dich immer noch orten, wenn die in deinem Bauch ist. Das wird in Pakistan nicht hilfreich sein. Wo? In Pakistan. Ich folge dem Ruf, Bruder. Was für ein Ruf? Ausbildungslager. Sie befördern uns. Wir gehen hin. Wieso bin ich nicht gerufen worden, sondern du? Weil du keinen Onkel in Pakistan hast, Barry. Soweit ich weiß, du hast einen Onkel in Folkestone. Sind da etwa auch Ausbildungslager? Wir brauchen kein Lager. Wir sind ausgebildet und bereit. Auf irgendeinen Bergspaß, der uns erklärt, wie man Zünder baut, kann ich verzichten. Und auch auf einen verlausten Stinkeparki, der uns sagt, wann wir zuschlagen sollen. Hast recht, Alter. Wir schlagen zu, wann wir wollen. Genau. Wann und wo wir wollen, Bruder. Ja, aber nur, wenn du so ein einsamer Trenchcoat-Mafia-Spinner bleiben willst. Wie meinst du das? Ich meine, entweder kannst du ein bescheuerter 0815-Moslem sein, der sich auf dem Klo von Starbucks einen Sack Nägel durch die Dame sprengt, oder du kannst ein vollamtlicher Soldat sein, ein echter Mujahidin. Ich bin schon ein echter Mujahidin. Nein, bist du nicht, Bruder. Dazu musst du erst in der Armee sein und ein Schwert halten, das den Himmel berührt, die volle Befehlskette und so, bis ganz nach oben. Also, mein Plan ist es, eine Bombe an einer Krähe festzumachen. Krähen sind nicht mehr unsere Liga, Faisal. Ich folge dem Ruf, Bruder. Ausbildungslager. In Pakistan. Still, Watsch. Das ist die Drohne. Wir müssen sie abschießen. Es muss Gottes Plan gewesen sein. Ich bitte dich. Wie kann sowas Gottes Plan sein? Es kann jedenfalls nicht sein Plan sein, dass du die Jungs mit Barry allein lässt. Wir brauchen kein Lager. Wir sind ausgebildet und bereit. Auf irgendeinen Bergspaß, der uns erklärt, wie man Zünder baut, kann ich verzichten. Denn was wir hier machen, muss in die Geschichte eingehen. Ein Echo für Jahrhunderte. Irgendwas hochbauen. Was sollen wir denn hochbomben, Watsch? Internet. Was? Unser Liebmann sagte, wir sollen Bomben bauen. Wir verstecken sie unter den Kostümen Hassans Van. Für den Spendenlauf seid ihr etwas spät dran, hä? Ihr werdet euch totrennen in diesen Anzügen, Jungs. Ist ja für eine gute Sache. Aber sie würden nicht hochgehen! Nein, du bist nur verwirrt, Bruder. Bin ich nicht verwirrt, Bruder? Ich habe gerade voll Foto von meinem Gesicht gemacht. Ist 100 pro nicht mein verwirrt Gesicht. Was macht ihr da? Falls sie Fotos von uns machen. Was? Barry sagt, verschwimmen lassen. Nimm den Karton ab. Ich darf mein Gesicht nicht zeigen.